Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Bolivarsalis 5 hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Zakor und ich freue mich, dass endlich wieder Frieden herrscht. Endlich prügeln sich die Spieler nicht mehr. Endlich haben wir eine Einigung gefunden. Und auch wenn mir der Papst gleich widersprechen wird, diese Grenze sieht doch so aus, als ob Gott das so gewollt hätte. Das ist doch einfach nur schön. Ja, da habt ihr fast hellseherische Fähigkeiten. Wir haben entschieden, jeder, der diese Grenze als Wohlgefallen bezeichnet, der wird exkommuniziert. Also um euer Seelenheim müsst ihr euch schon mal keine Sorgen machen. Das ewige Fegefeuer, die Hölle, das ist da, wo ihr euch wiederfinden werdet. Ja, wie gut, dass man als Beobachter nicht exkommuniziert werden kann. Wir werden schon einen Weg finden. Oh, war das eine Drohung? Da bin ich gespannt. Ja, wir sind nicht unbedingt in der Lage, viel zu drohen gerade, aber vielleicht gerade dem Beobachter können wir noch drohen, weil dessen Möglichkeiten auch sonst beschränkt sind. Und hier jemand war vorhin aufgefallen, dass Sardinien in Piemont gerade sardinische Nationalisten hat. Also irgendwas scheint da... Ist das ein Bürgerkrieg? Ja, wir haben aufgerufen, nicht zufrieden mit den Piemont. Wir haben die Bauern aufgerufen, sich zu wehren, aber das haben die wohl ein bisschen mit Unabhängigkeit verwechselt. Ich lache auch erst so spät an. Die wohlbekannten Taktiken aus Sardinien, Piemont. Aufständig. Was ist hier in Polen los? Das waren doch bestimmt wieder die Sachsen hier. Was habt ihr da wieder angerichtet? Die haben aufgemockt und wir schlagen sie nieder. Ja, aber ich meine jetzt in Polen. Also. Achso, das ist die Rache fürs Aufmucken. Die schicken uns Rebellen, wir schicken ihnen Rebellen. Ja, das Land ist kollabiert. Ja, wir waren siegreich, seh dich. Das ist ja schon sächsische Art. Die polnischen Provinzen haben jetzt alle so 70, 75 Autonomie. Das ist komplett kollabiert alles. Vielleicht Zeit für einen neuen Herrscher. Ach, ich meine vielleicht so einen sächsischen Herrscher? Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht auch aus Rügen. Ich weiß nicht. Die haben ja vielleicht auch Ambitionen. Ach, wir unterstützen mal den Thron. Das wird nicht funktionieren, aber egal. Das ist auch ein interessantes Stichwort. Uns ist aufgefallen. Oh, nee. Ah, okay. Da ist nur um den Kaiser, spielt auf den Kaiser. Ja, es gibt um den Kaiser. Ja, da wird der im Moment. Sachsen da. Ja. Bayern. Also, Lübeck würde natürlich Sachsen wählen, wenn wir Magdeburg zurückbekommen. Ich würde sagen, lang lebe Kaiser Bayern. Gott. Ein neues dummes Zeitalter fürs Reich. Ja, was? Nein. Ich glaube, Holland könnte da etwas dran machen, an dem Thema. Also so ehrenhaft, wie Bayern ja sich in der letzten Zeit verhalten hat, ist es vielleicht für Sachsen die schlauste Strategie, einfach mal kurz Bayern Kaiser werden zu lassen. Und dann wird es auf ewig alle Stimmen haben. Aber wir Sachsen wählen wir noch den Papststaat. Einfach mal kurz zeigen, wie es wäre ohne Sachsen. Aber also Koffer im Papststaat sind ja schon etwas angespannt. Was wäre denn Sachsens wert, wenn wir trotz aller Verrats und in Stich lassen euch wählen würden? Das würde mir nicht die Kaiserkrone bringen und ich habe euch nie im Stich gelassen. Und ja, das ist meine Argumentation dafür. Warum beschwert ihr euch bei mir? Warum beschwert ihr euch nicht bei Jerusalem? Ja, da werden wir uns auch noch beschweren. Fangt doch bei euren Bündnispartnern an und danach geht es zu Leuten, die gar nicht beteiligt waren damit. Wir haben temporär geholfen, das reicht doch. Der Bündnispartner hat ja für uns durchaus im Rahmen seiner Möglichkeiten gekämpft. Das stimmt. Und da hatten wir uns vom Kaiser schon etwas mehr erhofft. Also wenn ihr so sehr geschädigt seid, dass ihr dann auch noch Angriffskriege führen könnt, dann ist, glaube ich, kein Problem vorhanden. Wir müssen halt... ja, sammeln gehen. Ne? Also die Truppen, die wir hier aufgestellt haben, die wollen ja irgendwie auch bezahlt werden und
Dann können wir sie auch nutzen. Ja, also wir können das nicht akzeptieren, dass der EI jedes Mal gegen Katholiken zu Felde zieht. Da müssen wir halt mal aus dem Krieg rausgehen. Also ihr könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Wir wissen alle, dass die 2000 Dukaten hier das Thema waren. Außerdem sind wir der Krieg war nicht gegen einen Katholiken. Waren nur Ungläubige auf der Gegnerseite. Ja, außerdem. Ja, ja. Da ging ihm Primoz eben mehr geistig umnachtet als Herrscher. Ja, für euch reicht es aus. Wir haben Geld bekommen, also können wenigstens die Staatskasse, ne, stützen. Ja, auch das hat gereicht. Ich freue mich wieder mal. Zwar kein Geld, aber. Ich freue mich wieder mal, euch als genischen Verbündeten zu haben. Da weiß ich ja, was ich machen muss. Also, wir kämpfen gegen die wahren Ungläubigen. Das sind ja aktuell immer die Sunniten. Ja, ah, der Papst hat uns heilig gesprochen, sehr schön. Tja, also als Kontrolleur der Kurie ist halt gut. Aber wählen will er euer Nachfolger nicht. Ja, das ist schwierig. Was ist denn der Grund dafür? Ist da auch böses Blut zwischen Sachsen und dem Kirchenstaat? Ich fühle das schon ein bisschen verraten. Ich gelassen von Sachsen. Ja, wir wissen immer noch nicht, was diese Geheimverhandlung dort, ne? Das ist immer es gab noch nie eine Geheimverhandlung. Ziemlich eindeutig, was das war. Nein. Das ich meine, es ist ja gar nichts passiert, da sie uns ja gar nicht wählen. Also was ist überhaupt passiert? Ist nichts passiert. Und wenn sie uns jetzt wählen würden, das wäre es natürlich anders, aber sie wählen uns ja nicht, von daher ist ja nichts passiert. Also würdet ihr in der Zeit zurückreisen und den Verrat rückgängig machen? Da es kein Verrat gibt, kann man nichts rückgängig machen, von daher nein. Ja, der Trick war ja, dass es genau keinen Vertrag gibt, dann konnte auch kein Vertrag gebrochen werden, ne? Also ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich wählen wir euch. Also wir haben euch damals nicht gewählt, weil ihr keinen legitimen Nachfolger hattet. Und außerdem gab es da nicht mal so eine Geschichte mit einer Piratenprinzessin. Wir können uns ziemlich genau daran erinnern. Das ist aus den Geschichtsbüchern so sehr gestrichen worden, dass der August jetzt einen mittleren Anspruch hat. Also in Italien, in den Opernhäusern werden da immer noch sehr romantische Geschichten drüber erzählt. Ja, romantische Geschichten. Das ist ja nicht Wirklichkeit. Wie hieß denn die Piratenprinzessin? Da wollen wir dir mal einen Namen geben. Eleonora. Ein sehr wohlfallender Name. Eleonore von Rügen, oder wie? Nee, von Etzdorf. Hat sie in Italien heißt die anders. Ja, da kann man nicht so gut übersetzen, den Namen. Wie heißt sie denn in Italien? Das interessiert mich jetzt doch. Vincenza. Klingt auf jeden Fall besser. Ja, definitiv aus. Ja, das ist ein typischer Name für Piraten, ne? Ja, vielleicht hat man es etwas dem heimlichen Publikum angepasst. Das glauben wir auch. Moment mal, was ist denn da in Iberien los? Schon wieder Krieg oder immer noch? Ja, der arme, angeschlagene Kirchenstaat führt einen Angriffskrieg gegen Katholiken. Angriffskrieg. Wir verteidigen Aragon gegen potenzielle Angriffe aus Spanien. Natürlich war das. Damit sei alles gesagt, ne? Ja, der große Krieg in Tunesien ist ausgebrochen. Das wird jetzt spannend. Der große Krieg? Ich hab's gesagt, Mesab wird gewinnen. Es ist alles auf der Gott. Kann nichts. Mesab ist doch mit dem mächtigen Algerien verbündet. Was ich bin mal gerne für den Underdog. Dann müsstet ihr für Algerien sein. Die sind ja Nebenschauplatz, das ist ja nichts Festes. Ja, wer greift denn da gerade wen an? Ich bin dafür, dass wir jetzt alle da unten Konoterie und Geld reinstecken und unsere Favoriten gewinnen lassen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Schöner Stellvertreter kriegt. Ja dann. Ja, also es sind schon mal 400 Dukaten von Sachsen und dem Hansebund eingeflossen. Aha.
die da unten werden bezahlt, aber wir, ne, können hier... Ja, ihr habt ja nie nach Geld gefragt. Also, natürlich haben wir nach Geld gefragt. Offensichtlicher konnten wir ja nicht fragen. Also, hier oben kam nichts an, das hat wahrscheinlich Bayern alles abgefangen. Die ganzen Brieftauben wurden abgeschossen. Wir wissen, wenn jemand Geld abfängt, dann ist das Lothringen... Entschuldigung. Das für Sardinien-Piemont das ist dann aber kein Abfangen. Das bleibt in der Familie, ja, da habt ihr recht. Ja, das wäre kein Problem, wenn nicht die Staatsschulden separat wären. Müsst ihr doch mal bei eurem großen Bruder nachfragen. Das macht ja keinen Sinn, wenn sich beide Nationen verschulden. Reicht ja als eines. Ja, weil man müsste die andere wieder entschulden. Jetzt nennt man dann Bankrott. Genau. Ja, der kennt euch da aus. Das Sardinien Piemont war noch nie bankrott. Ach so. Stimmt. Natürlich. Das ist die Wahrheit. Du nix aus die Wahrheit. Ja, genau. Ich habe nichts anderes gesehen. Bankrott wart ihr doch tatsächlich. Ja, genau. Propaganda nicht funktioniert. Hat man da perfekt. Anderes gehört. Man kann Propaganda funktioniert, es ist immer schön. Man kann jetzt aber offiziell in Sardinien Piemontische Staatsschulden investieren. Nice. Staatsschulden? Staatsschulden. Tut mir leid, all unser Geld fließt nach Missa. Moment. Das ist die Stullen, die aus dem lothringischen Mehl gemacht werden. Genau. Investieren, dass ihr Schulden bekommt, oder? Ne, wir machen euer Gold zu Geld, ja. Wir machen euer Gold zu nichts. Gold zu Schulden. Das Angebot hat man vorher noch nirgendwo anders gehört. Das ist richtig. Genau. Wir sind nämlich Magier. Wir lassen unsere Bankkonten einfach verschwinden. Das glaube ich ohnehin. Kennen wir. Diesen Trick haben wir auch vor langer Zeit gelernt. Ja. Und wer gewinnt den Krieg? Natürlich Tok. Ja, ich würde sagen, euer Einfluss war gut. Ich glaube, da muss noch mehr Geld nach Mesab. Die Festung von Mesab will einfach nicht fallen. Wir haben ja 20.000 Mann geschickt, aber wir haben leider einen Waffenstillstand mit denen allen. Da unten. Ja, und sie wollen irgendwie unsere Kondottiere nicht haben, was komplett sinnlos ist. Na, schade. Ja, für im Sab sieht's jetzt böse aus. Alle Welt schaut noch nach Afrika. Ja, da wird die Zukunft entschieden. Das sehen wir genauso, man sollte nirgends anders hinkommen. Was passiert da? Nichts. Ach, erobert in Moskau, erobert in den Inseln. Insel das, Man gehört halt. Worum geht's denn da in Moskau? Achso, geht's um Novgorod. Sie kriegen ihre Kämpfe zurück. Und wir greifen Man an, da wir einen wichtigen Konkurrenten im Kolonialrennen ausschalten müssen. Weil wir können es nicht zulassen, dass das große Kolonialreich von Man sich irgendwann geht. Kolonialrennen? Ist das Rennen nicht schon ziemlich entschieden? Hm? Es gibt noch viel freien Platz. Ah, es ist ja interessant. Vielleicht sagst du Sachsen auch mal einen Hafen zu legen. Auf jeden Fall. Ist eine sehr gute Route. Habe ich auch gehört. Das ist sehr unproblematisch. Ich dachte, der Wille der Kastilianer ist wohl gebrochen. Oh. Auch ich. So ein bisschen, dass der Papst, der lässt den Frust aus dem letzten Krieg, lässt er jetzt hier an den Kastilianern, an den Spaniern aus. An den Katholiken. Und dann wundert sich, wieso immer weniger Katholiken existieren. Was lassen wir denn da Frust aus? Also weiß ich auch nicht. Alles ist perfekt.
die Rivalität mit Bayern, weil sie uns so tapfer beiseite standen. Yay, yeah, eine gute Entscheidung. Ich wusste, ihr seid freundlich. Und stattdessen suchen wir Freiwillige. Ich würde uns auch gerne doppelt rivalisieren. Und haben wir schon. Ihr habt Westfalen als Feind. Der dann muss ja sagen, nicht die, wieder. Die Armee, die dort in der lothringischen Hauptstadt steht, ist kein Grund. Die existieren nur auf dem Papier. Wir sehen ja jetzt gerade, dass der Martin die ganze Zeit ein Embargo gegen uns gemacht hat. Vielleicht sind wir nicht sehr nett. Auch zu gegen uns? Nein. Aber wir machen es gleich. Apropos Embargo. Bayern. Ich hab noch gar keins. Noch gar kein Embargo. Ist das euer Frust, weil ihr nicht mehr gewählt werdet? Nee, es liegt daran, dass unsere Händler nicht mehr zu euch hinwollen. Wir es unterstützen. Was ist euer Frust? Genau, was wird denn jetzt eigentlich hier mit den Wahlen? Weil noch ist ja, scheint ja hier Bayern vor uns zu sein. Wenn die Kurfürsten sich für diesen Dreckshund aus Bayern entscheiden, weil sie halt einen 73-Jährigen als Kaiser haben, ist nicht mal ein Problem. Das Ironische. Nein. Ihr seid ja, also ihr versteht das eigene System nicht. Ihr seid erst 39. Ich werde euch bestimmt überleben und mein Nachfolger wird Kaiser. Das hoffen wir zumindest. Ihr werdet uns überleben und der Nachfolger wird Kaiser. Wie soll das beides passieren? Wie wäre es, einen Kompromiss zu finden? Wir wählen einfach Lothringen zum Kaiser. Ja. Also jetzt werf dich noch in den dritten rein, dann war es das wieder und Sachsen bleibt Kaiser. Ah, okay. Natürlich. Ich bin ja von Lothringen. Wählt doch mal, die Hälfte wählt Lothringen, die andere Hälfte wählt Bayern. Genau, alle, die Sachsen wählen, wählen Lothringen und alle, die Bayern wählen, wählen Lothringen. Das ist doch ein guter Kompromiss. Also wenn ihr Burgund überzeugt, euch zu wählen, wähle ich euch auch. Da muss sich Niederlande drum kümmern, Burgund zu überzeugen. Aber die sind doch auf der anderen Seite. Ja. Dann wählen wir für Sachsen. Ich glaube, Sachsen gefällt die momentane Lage von Burgund auch nicht. Boah. Das Kaiserreich wird davon nicht profitieren. Aber ich denke, ich kann nichts dran ändern. Vielleicht hättet ihr keine Kurfürsten angreifen sollen. Wie ist das eigentlich, apropos Kaiserreich? Hat der Kaiser nicht eigentlich unsere Provinzen zurückgefordert? Klar. Sie haben sie halt nicht zurückgegeben. Sehen wir irgendwie nicht. Wir haben abgelehnt. Freundlich. Ja, wir haben gesagt. Ich war schon ein bisschen frech. Und so etwas lässt sich der Kaiser einfach bieten. Naja, also wenn es der Papst nicht schafft, mit göttlicher Hilfe, warum sollten wir es denn schaffen, alleine? Vielleicht. Das ist ein starkes Hilfe. Argument. Vielleicht könnten ja die Piraten sich auch um Burgund kümmern und dafür dann zum Kurfürst werden. Burgund ist ja viel zu weit weg. Nö. Ich hab eine Grenze mit ihnen. Die Picardie ist nur ein Außenposten. Und ein Anspruch. Mit 20.000 Mann. Ein gut gesicherter Außenposten. Und die Hanse verkündet Wiederherstellen von Novgorod. Oh. Warum gehört Novgorod da nicht Novgorod? Alles andere wird dran gearbeitet. Ah. Und hiermit ernennen wir jetzt Novgorod auch zu einer Mark. Mag ich also, ja gar nicht. Das mag ich ja auch. Solltet ihr nicht einen Kompromiss finden zwischen eurer reformierten Haltung und Novgorods orthodoxer Meinung und katholisch werden? Also was ich nicht mag, sind Franzosen. Die mögen wir auch nicht. Seid ihr Franzosen? Nicht. Seid ihr nicht beide Franzosen? Ja, aber die anderen Franzosen mag ich nicht. Ah, das heißt, wir sind gegenseitig, ich verstehe. Das ist bei Franzosen so, die mögen andere Franzosen nicht. Wir werden hier jetzt zeigen, wer das längere Baguette hat. So sieht's aus. Bei uns wird Bayern groß geschrieben. Oh.
Sardinen unterwegs. Ja, die sind mit die der Angel. Wo kommen die denn da hin? Aber das ist witzig, das sind jetzt eigentlich sardinisch-piemontische Nationalisten, die heißen aber trotzdem sardinische Nationalisten. Genauso wie die sardinischen Nationalisten in Sardinien-Piemont. Yep. Hier auf der Insel. Wir haben gerade einen schweren finanziellen Schlag erlitten, nachdem uns alle Kleinstaaten in Nordafrika embargoed haben. Bei uns ja. Auch, ja. Das passiert, wenn man Embargo gegen Jerusalem macht. Wir haben doch kein Embargo gegen Jerusalem gemacht. Wir haben doch noch nie ein Embargo gegen irgendjemand. Doch, eigentlich schon, aber. Aber noch nie gegen einen Katholik. Sicher? Achso, das war. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob wir jemals schon ein Embargo gemacht haben. Ah, nee, wir haben gerade. Wir dachten, ihr seid gerade da Martian. Wir sehen euch alle eh gleich. Oh, ihr habt. Ein Embargo gegen sowohl Frankreich als auch Spanien. Ja, es sind ziemlich katholische Leute, das ist ja schon. Haben wir? Also, vielleicht wisst ihr von eurer eigenen Staatsführung ja nichts, aber. Vielleicht geschah das noch unter der letzten Staatsführung. Sardinien hat eine Staatsführung? Ja, wir haben eine Staatsführung. Das ist die in Lothringen? Wir haben diesen Holzpflock hinter. Emanuele. Ein Veruntreuer. Das ist, jetzt weiß ich auch, warum der Staat so verschuldet ist. Ich höre keinen mehr. Sind wir aus dem Teamspeak geflogen anscheinend. Jetzt höre ich euch wieder. War ich kurz draußen? Kann das sein? Ich höre niemanden. Hallo. Ich gucke mal ganz kurz, ob was mit dem Teamspeak nicht stimmt. Einen Moment. Bin noch drin. Hallo? Ich höre euch nicht. Sehr seltsam. Was sagt die Uhr? Naja, vielleicht müssen wir die Folge dann einfach mal vorzeitig beenden. Ja, jetzt bin ich auch hier aus dem Teamspeak rausgeflogen. Naja, dann machen wir mal. Ja, jetzt bin ich auch aus dem Spiel rausgeflogen, dann mache ich mal hier einen. Hallo. Hallo. Ja, ich hatte wohl gerade ein Internet. Wie sagt man, Aussetzer? Nee, ja, genau. Nee, ich hatte irgendeinen Internet-Aussetzer und bin auch aus dem Spiel geflogen. Aber das macht ja nichts. Die Folge ist ja schon relativ lang gewesen, dann mache ich hier einfach mal einen Schnitt. Sehr schön. Und okay, schneide dann wieder ein. Da bin ich jetzt auf Klo. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh.